Podium von Prony. Ja, kurz davor befinden wir uns jetzt. Ich sehe hier ein paar Pfosten, ein paar Schilder, ein paar Hinweisdinger, die darauf hinweisen, dass das hier eine Prüfungsstätte ist. Ist das in der Tat eine Prüfungsstätte? Oder ist das nur eine schöne Verzierung des Podiums? Na, wir werden es gleich herausfinden, indem wir hier vorangehen. Hinein in das Podium. Ah, da kommt schon Lilly. Uff. Laufen ist nicht wirklich meine Stärke. Entschuldige. Puh. Bis zum Podium ist es nicht mehr weit, Zwergfee. Lass mich deine Pokémon heilen. Das habe ich ja schön geschnauft. Ein Trainer ist auf seinen Pokémon angewiesen. Je besser es ihm geht, desto mehr Abenteuer kann er mit ihnen bestehen. Jo, dann mal auf. Auf wie? Die Prüfungsstätte oder was? Auf dem altertümlichen Steinornament ist mit viel Mühe eine Inschrift zu entziffern. Hoffentlich kann man die Inschrift lesen und entziffern, weil es ist mitten am Tag und das ist bei meiner Aufnahme immer ein bisschen kontraproduktiv. Ich habe das Fenster hier schon verdunkelt, soweit es ging, aber ich hoffe, es klappt trotzdem. Schnauze-Handy, ich nehme gerade auf. Ich sehe keine WhatsApp-Nachrichten. Vor dir liegt ein Ort der Prüfung. Der Zutritt ist nur denjenigen erlaubt, die tapfer genug sind, sich der Herausforderung der Prüfungsstätte zu stellen. Also doch eine Prüfungsstelle. Ah, okay. Fehlt dir der Mut, dem Herrscher dieser Stätte entgegenzutreten, so sei klug und kehre um. Bist du aber gewillt, deinen Pokémon zu vertrauen, so schreite fort. Eure Verbundenheit wird eure Stärke sein. Es ist zwar kein Captain anwesend, aber vor dir liegt anscheinend ein Ort der Prüfung. Möchtest du dich an der Prüfung versuchen? Aber unbedingt, wir wollen zum Podium, also durch da. Die Prüfung beginnt. Sei bereit, es ist Prüfungszeit. Auf geht's. Na dann, ich würde mal sagen, um zum Podium zu kommen, besiegen wir erstmal den Herrscher und bestehen die Prüfung. Dich beschleicht das unheimliche Gefühl, von einem stechenden Blick verfolgt zu werden. Aha. Und werde ich dann von einem stechenden Blick verfolgt? Hua! Da kommt glatt etwas angeflogen. Ein Miniras. Ah, okay. Ein Miniras, geflogen, natürlich. Was denn noch sonst? So, Dragon setzt Miniras unter Druck. Das ist schon mal gut. Können wir mal mit antike Kraft hingehen, einsetzen. Ja, bringt was. Kann man einsetzen. Das Team ist auch trainiert worden durch den Canyon von Pony. Also, das Team ist wohl trainiert und ist einsatzfähig. Würde ich doch wohl so sagen. Na komm, drei Pokémon müssen wir besiegen, bevor der Herrscher kommt. So war es bisher mal bei den Prüfungen. Ich schätze, so wird es auch diesmal sein. Geduld. Ja, habe Geduld, ich werde dich gleich besiegt haben. Noch die Antikkraft hier und dann haben wir Miniras Level 42 besiegt. Das ist der erste von drei Pokémon. Level 43 für Dragon. Schön, schön. Und weiter. Der Blick durchbohrt dich regelrecht. Ich hole mir das Item. Obwohl ich beobachtet werde. Drachenklaue. Okay, das kann auch bestimmt Dragon erlernen. Ist ja auch ein Drache. Okay, das hätten wir. Drachenklaue erlernt. Kommen gleich noch zwei Pokémon oder nur eins noch. Da hinten ist auf jeden Fall schon das Podium. Das heißt, nein, nicht das Podium, sondern die Selbstkristalldingens-Sache hier vom Herrscher. Das heißt, es könnte sogar schon das dritte Pokémon des Herrscher-Pokémon sein. So, Miniras. Wahrscheinlich die Weiterentwicklung von dem, was wir gerade eben gesehen haben. Test gleich mal Drachenklaue aus. Haben wir gerade per TM erlernt. Wollen wir auch sehen, wie das ausschaut. Es sieht sehr schön aus. Schaut perfekt aus. Kann man einsetzen. Kann man im Kampf nehmen. Los, Drachenklaue. Nein, das ist Kopfnuss vom Gegner. Ist nicht sehr effektiv. Drachenklaue ist aber sehr effektiv. Hau rein. Ja, nice. Haben wir das zweite Pokémon mit Leichtigkeit besiegt. Kann der Herrscher ja kommen. Dave erreicht Level 44.
Und auf geht's zum Herrscher. Die Präsenz ist jetzt zum Greifen nahe. Ist doch bestimmt die Präsenz des Herrschers. Das Herrscher-Pokémon. Auf geht's. Möchtest du den Zeitkristall aus dem Sockel nehmen? Aber unbedingt. Und schon kommt da der Herrscher, das Herrscher-Pokémon. Herrscher Miniras oder so ähnlich. Ja, ja. Ja. Herrscher Dira. Grandiras Herrscher gleicht an. Ja, der lädt sich natürlich mit positiver Energie auf. Also ähnlich. Eine besondere Aura. Nicht mit positiver Energie. Ah, okay. Ein Drache gegen Drache oder was? Scheint doch ein Drache zu sein. Das sind Grandiras. Level 49. Das kriegen wir auch noch hin. Wird nicht so schwer sein. Oha, obwohl. Sollen wir es nicht unterschätzen? Das hat gerade Dragon mit einem Schlag besiegt. So ungefährlich sollte das nicht sein. Garados. Komm, du bist ein ganz starker. Gib dein Bestes. Natürlich ruft der Mitstreiter. Und es kommt natürlich immer jemand. Unhafnir. Unhafnir. Okay. Ein Beherrscher kämpfen kommt immer jemand zu Hilfe. Bei wilden Pokémon nicht immer, also sogar meistens nicht. Also meistens bleibt das sogar aus. Ach, Donnerschlag ist ein Donner. Ach, man hätte ich wissen müssen, ja. Wurde ja schon mal damit angegriffen. Ist ja klar, dass Gyarados dagegen nicht sehr effektiv ist. Wie schaut's denn aus mit Lenny? Kann der was ausrichten hier? Kann der was anrichten? Liebe Grüße kann er ausrichten und vor allem mal was anrichten. Auf Grandiras natürlich. Na komm, wir wollen zum Podium. Diesen eigenen Gegner werden wir doch wohl noch aufhalten können. Der wird uns wohl nicht aufhalten können, so rum. Drachenpuls, oha. Stimmt, die beißen ja zu zweit zu. Die greifen zu zweit an. Doppelt schlimm. Steve, Level 49. Der ist zumindest auf dem gleichen Level wie das Herrscher-Pokémon. Eventuell kann das auch ein bisschen was anrichten mit Bohrschnabel. Nein, nicht auf Unhafnir. Auf das Herrscher-Pokémon. Verdammt, was machst du? Der kann doch einen neuen rufen, wenn du den Unhafnir besiegst. Ist doch komplett sinnlos. Ist doch irgendwie ein bisschen unfair, 2 gegen 1. Wenn die beide angreifen können. Ist ein bisschen unfair, ein bisschen sehr. So, nochmal Bohrschnabel auf Grandiras einsetzen. Klingt ein bisschen litauisch. Grandiras. Versteht er, ist ein AS hinten dran. Nein, versteht er nicht. Ein Kind, die litauische Sprache und so weiter nicht. Ich eigentlich auch nicht. Also ich kann auch nicht litauisch sprechen. So. Habe ich auch schon mal in einem Faktenvideo was zu gesagt. Ein Faktenvideo immer nicht. Der Witz ist, dass die Litauer halt an verschiedenen Wörtern einfach als AS hinten dran hängen. Kommt einem so vor. Ist nicht wirklich so, aber als Deutscher, wenn du da bist, kommt dir das so vor. Und das alles hinten AS hat. Grandiras. Pokémon Nass. AS oder IS. Harry Potteris. Die Eigennamen immer so mit Harry Potteris. Und Grandiras. Zwangfias. Hudias. So ungefähr. Meine ich über andere Nationen lästern. Das sind ja keine andere Nation. Stammen ja direkt davon ab. Meine Mutter ist Litauerin. Ja. Ist wirklich so. Hab ich meinem Fakten so gesagt, ist jetzt kein Geheimnis mehr. Kein Geheimnis ist auch mehr, dass mein Pikachu jetzt gleich besiegt sein wird und mein Team am Boden ist. Dadurch, dass Herrscher-Pokémon wohl wahnsinnig unterschätzt, zumal auch die Vorgänger des Herrscher-Pokémons wahnsinnig einfach waren, leicht zu besiegen. Und jetzt das Herrscher-Pokémon viel zu stark sind. Wir haben den nicht gekratzt, den Herrscher.
Er hat keine KP abgezogen bekommen. Meine Fresse. Mein ganzes Team ist draufgegangen. Holla die Waldfee. Und jetzt müssen wir nochmal durch den ganzen Pony Canyon durch, um dahin zu kommen. Nein. Nicht im Ernst, oder? Warte, da muss ich mal kurz ausschalten und neu starten. Ich habe doch gespeichert nach dem letzten Part. Noch nee, ich werde jetzt... Also... Aber bitte. Das werde ich jetzt nicht machen. Vergesst es. Ich werde jetzt nicht den ganzen Weg nochmal durch den Canyon gehen. Vergesst es. Da sind wir wieder am Anfang des Parts. Dann können wir die Prüfung auch irgendwie verweigern. Können wir stattdessen Zivildienst machen oder was? Können wir irgendwie, ja, Wehrpflicht verweigern? Ja, den Dialog kennen wir, müssen wir nicht nochmal vorlesen. Danke fürs Heilen meiner Pokémon. So darf man dann durch, darf man hin. Ich will zum Podium, ich will hier nicht noch eine Prüfung machen. Da habe ich ja versucht. Darf ich die irgendwie verweigern? Kriegsdienstverweigerer oder was? Darf ich mal? Ich möchte mal, darf ich Nein sagen? Geht das? Darf ich dann trotzdem durch? Nee, darf ich nicht. You shall not pass. Hier komme ich nur durch die Prüfung vorbei. So, zweiter Versuch, würde ich sagen. Wisst ihr was? Wir haben keine Tränke mehr auf Lager. Ist das bekloppt? Ohne Tränke hier aufzubrechen, generell zum Podium oder zur irgendeiner Prüfung hier. Ist das ja nicht bekloppt? Naja, was soll's. Wir werden es nochmal versuchen und irgendwann werden wir siegen und vorankommen. Ein paar Sekunden später. Oh, jetzt bin ich den ganzen Weg aus Pony wieder hierher geritten, über den ganzen Weg. Und sag nicht, das geht. Ich bin hier drin in der Prüfung. Warte mal. Sag nicht, das funktioniert. Das ist ein Cheat. Ich habe gerade ein Schutz-Item und den hier an. Geh raus. Ah, wäre jetzt so schön gewesen. Das wäre jetzt so schön gewesen. Wenn man einfach durchreiten könnte, wenn man ein Schutz-Item hat. Das Herrscher-Pokémon ist einen glänzenden Schrei los. Du kannst nicht weiter voranschreiten. Mist. Das wäre es gewesen. Aber ich kann hier durchreiten. Ich krieg die nicht gebacken. Also ich krieg zumindest die Zwischengegner krieg ich nicht gebacken. Also wenn ich jetzt hier absteige. Möchtest du den Setkristall aus dem Sockel nehmen? Ja, komm. Los geht's. Können wir zumindest die anderen überspringen. Oh, auch ein guter Hack. Könnt ihr die Zwischengegner, die beiden anderen Pokémon überspringen und den Herrscher sofort herausfordern. Bringt nicht viel, weil die sind einfache Gegner, aber ja, was soll das? Ist wenigstens etwas. Gut. Nächster Versuch. Los, Dragon! Greif an! Ja! Da haben wir es mal geschafft. Grandiras ist in die tiefsten Tiefen des Canyons verschwunden. Einige, die die Parts kennen, die können sich erraten, wie ich es gemacht habe. Ja. Ist auch eine Art von Let's Play, wie man es machen kann. Schummeln ist auch manchmal nicht schlecht. So, wir haben es bestanden. Auf geht's. Und wozu das schlechte Gewissen? Her damit, mit dem Z-Kristall. So kann man sich auch durchkämpfen. Prüfung bestanden. Auf geht's zum Podium. Zum Podi. Du hast den Z-Kristall des Typs Drache, auch Drachium-Z genannt, an dich genommen. Ich will ja hier auch was zeigen, also bringt ja auch nichts, wenn ich hier stundenlang an dem einen Kampf hier rumhocke. Ich will ja auch in einem Part was zeigen vom Spiel. Versteht ihr, was ich meine? Da ist das Podium. Das wollte ich nämlich heute zeigen. Da will ich nicht irgendwelche Herrscherkämpfe zeigen, sondern ich will wissen, wie es in der Story weitergeht. Da kommt auch schon Lilly. Zwergfee. Man sagt, die Prüfung im Canyon von Pony sei die erste Prüfung, die je im Rahmen einer Inselmannschaft durchgeführt wurde. Und du hast sie mit Bravo gemeistert. Ja, Zwinker, Zwinker. Mit Bravo gemeistert. Ich hatte aber auch nichts anderes von dir erwartet, Zwergfee. Das...
Das ist die 7. Prüfung, die du im Laufe deiner Insbanderschaft absolviert hast. Gratulation. Du wächst als Trainer wirklich über dich hinaus. Ich wachse über mich heraus. Zwinker, zwinker, zwinker. Ja. Nein. Sie sagt's schon. Dein Klopper hat aber auch Schwerstarbeit geleistet. Warum, Lilly, Mann? Lilly, das ist... Halt einfach der Du, Lilly, hier mal wieder mit deiner Ehrlichkeit, du, deiner naiven Ehrlichkeit hast du jetzt wieder das Schweigen gebrochen hier. Ja, verdammt. Was kannst du eigentlich? Ich pepple es eh mal wieder auf. Nur das Galoppa oder auch Rest des Teams? Scheinbar auch den Rest des Teams. Wenn ich euch so sehe, werde ich immer zuversichtlicher, dass ihr euer Ziel erreicht. Ach, was? Ich bin mir sogar absolut sicher, dass ihr es erreichen werdet. Ja. Jetzt müsst ihr nur noch die Sonnenflöte und die Mondflöte zugleich erklingen lassen. Sagte nie, war das nicht. Hapus Text. Komm, Zwergfee, gehen wir. Gehen wir. Ja, auf geht's. Auf zum Podium. Links und rechts gibt's nichts mehr einzusammeln. Und dann, ja. Gehen wir mutigen Schrittes die lange Treppe hinauf zum Sonnenpodium. Dort werden wir dem legendären Pokémon begegnen. Lunala. Dem Dingens, dem dunklen Lunala und wahrscheinlich auch dem Necromsa, dem Necromazza oder wie das heißt, Necrosma. Ja, ich kann es immer noch nicht aussprechen, aber wir werden ihm wahrscheinlich gleich begegnen. Auf geht's, die Treppen hinauf. Jetzt wird Legendäres geschehen. Wir werden die Geschichte verändern. Wir werden legendäre Sachen machen. Ja. Das klang falsch. Da sind wir am Podium angekommen. An diesem Ort kann man die Kraft des Mondes sehr deutlich spüren. Wölkchen, bevor ich dich in deine ursprüngliche Gestalt zurückverwandle, muss ich Mutter finden. Ich werde ihr mit meinen eigenen Worten sagen, was ich empfinde. Niemand muss da allein durch. Wir sollten alle gemeinsam um Necrosma kümmern. Die Sonnenflöte. Sie fühlt sich so vertraut an. Ich denke, dass ich ohne Probleme auch auf ihr spielen kann. Dann spielen wir mal. Spielen wir das Lied von Sonne und Mond. Nein, nicht von Eis und Feuer, sondern von Sonne und Mond. Du musst dort drüben stehen, Zwergenfee. Ich weiß. Da werde ich mich jetzt hinbegeben. Mutig und andächtig werde ich mich auf das Podium begeben und meine Flöte spielen. Auf diesem Feld. Das Schutz-Item wirkt nicht mehr. Ist ja auch jetzt nicht mehr wichtig. Willst du die Mondflöte spielen? Nein, die Pokeflöte. Auf geht's.
Da ist es erschienen, das Lunala. Wölkchen, es geht dir gut. Ich bin ja so froh. Bin ich vielleicht erschrocken, als du plötzlich aus meinem Rucksack gesprungen bist? Ich hätte nie geglaubt, dass der Klang der Flöten dir solche Kräfte verleihen würde. Wer hätte gedacht, dass du dich dadurch zum dem legendären Pokémon entwickeln würdest? Machina! Davor stand nichts in all den Büchern, die ich studiert habe. Mit keinem Wort wurde erwähnt, dass du dich zum legendären Pokémon entwickeln würdest. Lunala. Ich meine, Wölkchen. Bitte, ich muss unbedingt zu Mutter. Sie sollte nicht auf eigene Faust versuchen, Necrozma zu fangen. Schließlich wollen wir ja alle Alola retten. Ja, was ist aus Wölkchen geworden? Ein riesiger Drache. Ein Monddrache. So wolkenhaft sieht das jetzt gar nicht mehr aus. Jetzt können wir endlich Mutter finden. Los! Bromley, komm zurück! Bromley, aber warum? Was? Wo kommt denn der jetzt her? Ah, Mutter? Oh oh. Necrozma. In der echten Welt. Da haben wir es, das Necrozma. Kinder! Flieht! Flieht, ihr Narren! Flieht, ihr Narren! Diese Kreatur, ein Monster! Mutter! Das ist Necrozma. Als es erwachte, verfiel es augenblicklich in rasende Wut und schlug alles um sich herum. In die Flucht. Das sieht aber episch aus. Das sieht richtig cool aus. Das will ich als Pokémon haben. Bring dich in Sicherheit, Lily. Du kannst hier sowieso nichts ausrichten. Also ich werde kämpfen. Ich weiß nicht, wie es mit Lily ist. Ich will mir das Ding holen. Nur das Ding als Pokémon. Ich will den Herrscher der Dunkelheit als Team Pokémon haben. Ist das nicht nice? Ist das nicht reizend? Oh. Treffen zwei legendäre Pokémon aufeinander. Uiuiui. Feiner finaler Showdown zwischen den beiden. Na kacke, jetzt habe ich es versprochen. Da ist die Stimmung versaut. Oh. Sieht gar nicht gut aus. Wölkchen! Was macht es mit dir? Ey. Konfusion! Wölkchen, du siehst schrecklich aus. Ah. Inselkönige, das ist ganz klar. Wir halten zusammen oder so ähnlich. Nur. Irgendwas. So schnell kann ich nicht lesen. Oh. Mauerwerk. Was für eine seltsame Kreatur. Tadi. Das soll ich also meinem verlässlichen Enkel überlassen. Kapuriki. Komm jetzt mit dazu. Ist doch Kapuriki, oder? Klar ist das Kapuriki. Kapuriki, bist du hier, um uns zu beschützen? Oder suchst du nur einen Trainingpartner oder sowas ähnliches? Ich kann diese so schnell nicht lesen. Zähl auf meine Freunde. Die Kapus beschützen Alola vor den ganzen Ultrabestien. Ankala, Ulla Ulla. Mene Mene ist schon beschützt worden. Das Pony oder was? Ja, Pony. Das Hapu. Die Inselkönige und die Kapus der Inseln stehen ihnen entgegen und beschützen ihre Insel. Und ich bei Necrozma, Lunala. Necrozma wild erscheint. Los, Dragon! Ah, jetzt sind wir im Kampf, jetzt können wir kämpfen. Necrozma Level 50. Dragon setzt Gegner unter Druck. Du setzt Necrozma unter Druck. Ist klar. Ich würde mal sagen, Drachenklaue, auch wenn es nicht unbedingt was bringen wird. Wir versuchen, das Necrozma zu schwächen, soweit es geht. Besiegt.
Dragon ist besiegt. Lenny, du bist dran. Ich setze mein ganzes Team ein. Wir versuchen es gemeinsam zu fangen. Wir werden es uns fangen. Wir versuchen es nicht nur, sondern wir werden uns Necrozma fangen. Necrozma Lunala. Hui! Fast besiegt schon. Ui, 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 ui. Das war gut. Lenny hat eine ordentliche Attacke. Oh, aber Necrozma hat auch eine ordentliche Attacke. Lenny wurde besiegt. Wie können wir uns das jetzt fangen? Schon so gut geschwächt. Steve, dich brauchen wir mal jetzt. Du musst mal standhalten. So, und wir fangen es mit einem Pokéball, oder was? Ja, den Meisterball heben wir uns auf. Bis zum Schluss. Das Necrozma nicht fangen, was? Wenn es mit einem anderen Pokémon fusioniert ist. Och, schade, Mann. Weil das fusionierte Necrozma im Team haben. Müssen wir es wohl besiegen, oder was? Mit einem epischen Bohrschnabel. Komm, mach's alle. Finde ich zwar schade, aber... dann halt nicht. Dann halt kein Necrozma fusioniertes Lunala im Team. Und da haben wir es bezwungen. Das ging ja schnell und leicht. Die Prüfung vorher war schwieriger. Oh, da verschwindet es. Doch, verschwindet es wirklich. Scheint nicht so. Ah, die Ultraforscher auch mit dabei, auch mit an Bord. Necrozma, es beherrscht das Licht. Und als nächstes steht das ganze Alola auf dem Speiseplan. Es möchte das Licht zurückgewinnen, das es einst verloren hat. Was sollen wir nun tun? Auf mich wirkte Necrozma so, als ob es ihm etwas fehle und es deshalb eine große Qual leide. Du machst dir wirklich Sorgen um dieses Monster. Du bist viel zu gütig, Lenny. Dass du mit Cosmog durchgebrannt bist, geht doch gewiss ebenfalls auf das Konto dir deiner Gutmütigkeit, nicht wahr? Wie naiv. Ich könnte uns behilflich sein. Genauer gesagt, brauchen wir jenes legendäre Pokémon, mit dem ihr von einer Welt in die nächste gelangt. Sie haben wirklich Nerven. Doch wie kämen wir dazu, ihnen diesen Wunsch abzuschlagen? Immerhin nehmen sie jedes Risiko in Kauf und tun ihr Menschenmögliches, um alles zum Guten zu wenden. Sie sind wahrlich eine vortreffliche Präsidentin. Na, jetzt in etwa das, was sie hören möchten, da könnten sie sich wirklich abschminken. Es liegt pures Egoismus, der einzige Beweggrund ist. Leute, nicht streiten, Kinder. Bitte lassen Sie es gut sein, Kommandant Sionior. Du hast ja recht. Streitereien bringen uns auch nicht weiter. Ach übrigens, als ich mir vorhin deinen Kampf anschaute, erregte etwas meine Aufmerksamkeit. Necrozma scheint sich sehr für den Armreif zu interessieren, den du trägst, den Z-Kraftring. Ich hatte das Gefühl, als sei es auf das Licht aus dessen Glitzerstein verströmt. Ich hatte auch den Treppkristall abgesehen. Du hast im Laufe deiner Inselwanderschaft bestimmt schon jede Menge Z-Kristalle gesammelt. Stimmt's, Zwergfee? Jedenfalls mehr als die Captains, Inselkönige und Königin, die sich ja immer nur auf einen bestimmten Typ konzentrieren. Es ist uns nicht möglich, an Solgaleos Seite zu kämpfen. Doch wir können uns seine Kraft bedienen, um durch die Ultrapforten zu reisen. Da du Lunala herbeigerufen konntest, solltest du auch in der Lage sein, auf Solgaleos Rücken zu reiten. Es verhält sich dabei wie mit dem dir bekannten Pokémobil. Bei uns nennt man das allerdings Ultrawamp. Um in die Welt zu gelangen, in der Necrozma sich aufhält, solltest du das weiße Wamploch ansteuern, das du alle andersfarbigen Warplöcher in komplett andere Welten führen. Ja, okay. Auf Kratz.
So, was nun? Was sollen wir machen? Nochmal, das bitte ich versuche, Necros mal zu retten, Zwergfee. Und natürlich auch Wölkchen. Ja, würde ich ja gehen. Wir teilen unsere Pokémon miteinander. Möchtest du auf Sol und Galeo das weiße Warploch ansteuern? Ja, los. Auf geht's. Breit. Vielen Dank, dass du uns mit deiner Kraft aushilfst, Sol Galeo. Ah, da ist das Sol Galeo. Das kennen wir schon. Das Pokémon-Sonne. Auf geht's, reiten wir mit Sol Galeo durch den Raum und durch die Zeit. Ui, sieht aber anders aus. Jetzt als Ultraforscherin oder was? Ah, das ist aber nicht so eine. Das war mein Gesicht und ich hatte halt so eine Ultraforscherin-Weste an. Ich quere beim Ultra-Warp auf Sol Galeo die Ultraforce. Bis zu den Warplöchern, die in eine andere Welt führen. So, Galeos Flug steuerst du zu den Bewegungssensoren des Systems. Ah, scheiße. Neige das System in die gewünschte Richtung, um dorthin dich zu bewegen. Funktioniert die Steuerung mit den Bewegungssensoren nicht mehr richtig, drücke den A-Knopf. So, Galeo benötigt Energie, um die Ultraforce zu durchqueren. Sammle Energiekugeln ein, um schneller zu werden und eine große Distanz zurückzulegen. Berührst du Elektrokugeln, wirst du jedoch langsamer. Diese großen Löcher sind Warplöcher. Gerätst du in ihre Nähe, wirst du hineingesogen von der Farbe des Warplochs ab. Warplöcher werden entsprechend ihrer Seltenheit in 4 Auffälligkeitsstufen unterteilt. Vielleicht führen weit entfernte, unauffällige Warplöcher ja zu seltenen Pokémon. Sammle fleißig Energiekugeln ein, damit du weit entfernte Warplöcher gelangst. Hast du das Neigen eines Systems? Erstens sieht das blöd aus in der Kamera und zweitens, ja. Ist das bekloppt? Kann man das nicht irgendwie anders machen? Nee, scheinbar kann man das nicht machen. Versuch's irgendwie anders, aber es geht nicht. Nein. Es geht gerade absolut nicht. Verdammt. Willst ja machen. Komm, das schon ein Loch. Gemacht, haben wir alles geschafft. Musste ich diesmal gar nicht bewegen. Das nächste Mal muss ich es aber wahrscheinlich. Verdammt. Ultrametropolis. Und wo sind wir denn hier? Necrosmas Stadt oder was? Na, holla die Waldfee. Da haben wir uns aber in was reingegeben. Eine Alolanerin und sie ist auf dem Rücken von Sol Galeo hergekommen. Was meinst du, Darus? Sollten wir sie gleich einer wissenschaftlichen Untersuchung unterziehen?